Okay, jetzt müssen wir also nach so einem Sender suchen. Hier ist noch ein Adam-Wurm. Ich höre es auch schon glitzern. Da oben ist die Tauchkugel. Die ist auf jeden Fall ausrangiert, so kaputt wie die da liegt. Nur, da müssen wir erstmal hochkommen, ne? Und des Weiteren muss ich sagen... Mach's dir bequem, Sigma. Bald verrostest auch du hier, inmitten von all dem Schrott. Ausgenutzt von Porter und dann auf den Müll geworfen. So wird's funktionieren. Bring den Sender zur Hauptinput-Konsole im Programmierertrakt. Wall, der paranoide Dreckskerl, hat sie in seinem Büro installieren lassen. Überraschung, Sigma! Also ich sag mal so, ne? Das Spiel nimmt dir hier alles außer Hand. Du kannst hier einfach nur noch langlaufen. Gut, wenn du jetzt Let's Plays, ist es scheiße, aber wenn du es jetzt so spielst, dann kommst du hier echt schnell durch, erfährst viel von der Story und so. Da ist das schon ganz geil. So, also es unterbricht dich auch immer. Ich wollte fünfmal vorhin was sagen und dann unterbricht es dich auch. Aber ich glaube, ich sage jetzt auch eh nicht mehr so viel, weil ich wiederhole mich auf jeden Fall die ganze Zeit, dass das eigentlich hier blah ist und so. Aber naja. Komm hier, Autohacker. Der macht das schon. Oh, das war unser letzter Autohacker-Fall. Okay, fliegen. So, dann müssen wir jetzt zurück wieder. Also, ich bin noch gespannt, aber ich erwarte mir jetzt nicht mehr so viel. Ups, das war der falsche, den ich angegriffen habe. Der Speer ist auch wieder zurückgeflogen. Wohin ist er denn? Da. Ich habe ein Problem. Oh Mann. Oh Mann, ich habe ein dickes Problem. Ich wollte den Big Daddy eigentlich gar nicht angreifen. Alter, was ist das für eine übertriebene Attacke? Beziehungsweise ein übertriebener Angriff von dem Big Daddy. Ich will nicht sterben. Ich will jetzt nicht sterben. Deswegen renne ich nochmal ganz kurz hierher. Zurück und hole meine Raketen. Zwei Raketen an ihn dran, drei Raketen an ihn dran, vier Raketen an ihn dran. Und wir sind erledigt, aber er auch. Du bist gestorben und wirst in einer Vita Chamber wiederbelebt. Und wir haben jetzt die Little Sister hier. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt, die Dinger zu retten oder auszubeuten, deswegen rette ich sie jetzt mal. Zack. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie hier was bringt bei dem oder in dem Falle jetzt in dem DLC. Fakt ist, es hat was gebracht im Hauptspiel und wir haben alle eigentlich gerettet, die uns über den Weg gelaufen sind. Und so, wir müssen jetzt zu der Hauptkonsole oder was? Da ist eine Vita Chamber und wo ist die Hauptkonsole? Da müssen wir ja scheinbar das Ding reinsetzen. Hier ist die Lobby. Da ist wieder ein Audio-File. Die Brain Boost Tonika wirken. Extra Kraft, ja. Ich sehe jetzt mehr. Wer braucht schon Porter bei solchen Wundermitteln? Ein Gehirn mit der Leistungskraft von Zweien, von Zähnen, mit Hilfe der Thinkers, von Tausend. Porters Spielzeug hat seinen Zweck erfüllt. Die Maschine hat gesprochen. Ryan hat auf sie gehört und ich habe endlich den Winker für mich alleine. Leb wohl, alter Freund. Keine Sorge, deine Erfindung landet in fähigen Händen. So, dem ballern wir direkt mal drei in den Rücken rein.
Sinne verbesserlich. Ihr seid alle dumm, seid ihr. Geh mal fliegen. Dankeschön. Hab jetzt gerade sie von ihrem Pfeil erlöst. Darum habe ich gesagt, geh mal fliegen. Alter. Na komm schon. Oh nee, das gibt's doch jetzt nicht. Hier, Gravity Well. Da oben ist noch eine Kamera. Ein paar Nieten. Ich lese dir jetzt aus den Vorhersagen der Maschine vor. Sigma betritt Minerva's Depp, stößt auf feindlichen Widerstand. Sigma betritt Walls Räume. Siehst du, der Thinker hat mich erwähnt. Es kümmert ihn nicht, was ich früher einmal getan habe. Alter, wir treffen aber wirklich auf erheblichen Widerstand. Aber dass wir die Räume hier betreten, es war doch abzusehen. Früher oder später müssen wir das doch tun. Wenn wir ihn aufhalten wollen und wenn wir so weit kommen. Irgendwann, dann muss ja wieder damit rechnen. Das kann doch jeder mit, oder da kann doch jeder mit rechnen, dass es dann dazu kommt. Na komm schon, ihr kaputt, bevor ihr kaputt sind. Ach, Gott sei Dank. Wir betrinken uns kurz hier. Nein, ich wollte eigentlich nach dem Medipack gucken oder sowas. Aber hier scheint kein Medipack zu sein. Keine Bandagen, kein Medipack, keine Munition, kein nichts. Walls Büro. Nach Hinweisen durchsuchen. Erstmal hier. Adam bewirkt bei mir Schlafstörungen. Neuerdings werde ich auch vergesslich. Hier also. Für den Notfall eine Eselsbrücke für den Code zu meinem... Depot. Ich werde die Zahl nicht nennen, aber merk dir, sieh dir einfach die vier Gruppen von Büchern auf dem Regal an. Dann ist die Zahlenfolge offensichtlich. Die vier Gruppen von Büchern? Dann ist die Zahl offensichtlich. Welche Bücher denn? Verstehe ich nicht. Ah, die Zahl ist offensichtlich, also wird sie uns offensichtlich auch hier gegeben. 4321 im Prinzip, wenn du so willst. Annehmen. Ah ja, da ist ein Geheimgang und hat sich geöffnet. Tannenbaum. Tannenbaum. Das war am Flackern sogar. Adam? Fragezeichen, Fragezeichen. Er ist also verrückt geworden. Gut. Alles angeschlossen. Ich kann die Hacksequenz von hier aus starten. Kleinen Moment, bitte. So, abgeschlossen. Das sollte genügen, hoffe ich. Wenn alles gut gegangen ist, bist du jetzt stolzer Besitzer eines selbstgebauten Signalverzerrers. Nein, dich greifen wir nicht an. Porter macht Panik wegen Sophia Lems Torpedos? Ha! Er setzt dir Flausen von wegen Freiheit in den Kopf. Ich habe etwas, darüber kannst du dir hier und jetzt den Kopf zerbrechen. Ich will den Mr. Bubbles nicht treffen. Dann habe ich wieder ein Riesenproblem. Dann bin ich nämlich wieder schneller tot, als ich gucken kann. Deswegen, ich renne jetzt einfach mal weiter. Ich denke mal nicht, dass sie uns folgen werden, oder ich hoffe mal nicht. So weit, so gut. Ich spüre förmlich schon die Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Jetzt machen wir einfach einen Print des Maschinencodes aus dem Zentralprozessor des Thinkers, damit ich ihn mit an die Oberfläche nehmen und die Maschine nachbauen kann. Der Zugang zum Rechnerkern ist am anderen Ende der operativen Abteilung.
Na toll, und der will uns aufhalten, wa? Die Speere erstmal aus seinem Körper gezogen, während er uns hier so versucht hat anzugreifen. Ein Speer verträgt er noch. So, ein Speer ist nicht zu schwer für ihn. Alpha-Serie. Naja, die Alpha-Serie. Wer kennt sie nicht? So, dann gehen wir mal weiter. Atlantischer Ozean. Oh ja, das Ding wird bestimmt gleich zusammenbrechen, oder? Technik. Wir sind im Technikraum. So, stirb. Alle tot. Alle tot. Main Entrance. Haupteingang. Hier ist wieder eine Vita Chamber. Was liegt denn da? Ah, ein verbesserter Bohrer. Siehst du, da kriegen wir schon wieder den Bohrer. Es ist doch manchmal echt zum Mäusemelken. Aufzug benutzen. Denken Sie daran, Ihre Identifizierungsmarke am 1. jeden Monat verlängern zu lassen. Die Sicherungssysteme sind aktiv. Abfackeln 2 aufgenommen. Zack. Das hauen wir dann auf den 5. Slot oder was das ist. Mein Gott, jetzt bleibt doch mal stehen. Ich will euch doch nur erledigen. Ja, komm, dann hier. Dann du da. Damit komme ich sehr wohl durch. Aber ihr werdet damit nicht sehr weit kommen. Dann gehen wir mal wieder nach oben lieber. Und wir nehmen wieder die Gravity Well. So, im Bereich der Technik sind wir. Bolz zerstört. Bots zerstört, nicht Bolz. Bots zerstört, 1 von 5. Eigentlich haben wir ja schon mehrere zerstört, aber gut, okay. Will ich mal nicht so sein, ne? So, ihr scheint mir ganz annehmbare Gesellen zu sein. Ihr habt hier auch ein paar Speere im Gesicht, aber der sieht, die sehen alle noch nicht so aus, ne, die Leadhead-Splicer, als wären die wirklich fast spliced, aber gut. Core Access, Kernzugang. Keep out, Porter. Du kannst den Kern nicht betreten, noch nicht. Wall, du mieser Dreckskerl. Er hat doch glatt das Kühlsystem des Thinkers überlastet. Der Zugang zum Kern ist vereist. Geh zur Klimatisierungskontrolle und stell die Turbine per Hand auf Entfrosten ein. Anders kommen wir nicht an den Thinker heran. Mist, auch nicht mit Abfackeln 2. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, wieder genau dahin, wo wir gerade herkamen. Dieses Hin und Her und... Oh, es nervt. Also in dem Spiel, also in dem DLC nervt es jetzt echt. Verdammt, wo muss ich lang? Rapture befindet sich im Krieg, Porter. Und Sie haben sich auf die Seite des Feindes geschlagen. Ihre besorgten Mitarbeiter haben mir eine Tonaufnahme übergeben, auf der Sie Fontaine und seine Gangster ihrer Loyalität versichern. Ein Beweis für Ihren Verrat. Meine Leute sind bereits auf dem Weg. Der Thinker braucht Sie nicht mehr. Sie können stolz darauf sein. Mr. Wall kann sicherstellen, dass er zum Besten der Stadt eingesetzt wird. Letztlich wächst der Traum eines Menschen immer über ihn hinaus. Und sein Werk muss zu seinem Vermächtnis werden. Für Sie, Charles, ist dieser Zeitpunkt gekommen. In
Nee, ganz bestimmt nicht. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Overdrive. Da können wir nichts machen am Overdrive. Ich kaufe mir mal hier ein paar Verbandskästen kurz. Eve-Spritzen und Bohrer. Bandagen. So ein paar Dinge mussten jetzt einfach mal sein. Warenhausfleißer oder so hieß der, glaube ich, jetzt gerade. Ach, guck mal, da wäre sogar eins gewesen. Ne, Winter-Houdini-Spleißer. Ah, da ist... Da haben wir wieder... Ein Fall für unsere Gravit... So, stirb. Du Winter-Houdini, du. So, dann haben wir da ein bisschen Geld. Hier sind die Sicherungen rausgeflogen. Hier kommen wir jetzt durch. So. Da ist der Lead-Head-Splice auch weg. Hier haben wir wieder eine verbesserte Waffe gefunden. Die war wahrscheinlich von diesem Big Daddy hier vorne. Turbine. Bam. Sigma, die Hauptkühlturbine ist überlastet. Die Steuerung dafür sollte unten sein. Naja, war klar, dass wir nach unten müssen. Oh, oh. Wir haben einen Big Daddy angegriffen, der keine Living Sister dabei hat. Jetzt müssen wir uns hier mit dem Big Daddy fighten. Alter, wir müssen hier mit dem Big Daddy fighten, obwohl er keine Little Sister dabei hat. Das war ja jetzt nicht absichtlich. Ah, geschafft. So. Wärmesuchende Raketen. Ein Houdini Wintersplicer hier. Nach unten, aber wo? Wo kommen wir denn hier nach unten? Wie kommen wir denn hier nach unten? Das weiß ich nicht. Das frage ich mich. Ach, guck mal, hier ist noch eine Tür. Eine Tür mit einem Treppenhaus oder was? Jo, eine Tür mit einem Treppenhaus. Turbinen Main Entrance. Gut, dann versuchen wir das mal hier. Aha, wir haben ja schon Abfackeln vorhin geholt. Durch Zufall. Wir können das jetzt hier also tauen und den Schalter umlegen. Gut so. Die Kammer, die zum Zugang zum Großrechner führt, wird jetzt entforstet. Geh wieder dorthin. Nächste Haltestelle, der Computerkern des Thinkers. So. Gucken wir uns den Computerkern des Thinkers mal an. Botschaft sei Sigma, aber du hörst ja nicht. Vielleicht können deine Brüder dir die Ohren aufsperren. Ja, könnten sie theoretisch, machen sie aber nicht. Weil wir sie vorher erledigen. Bevor sie es schaffen. Das meinte er sicherlich mit Brüder. Ja, da ist alles grün. Keine Ahnung warum. Dann gehen wir noch eine Etage, müssen wir noch höher. Wo war denn die Etage, die wir höher gehen können? Alter! Von hinten eine Explosionsbombe hier. Irgendwie. Ah ne, wir müssen hier unten lang. Da! Alpha-Serie, geh weg! Diese blöde Alpha-Serie mal. Erstmal die schweren Nieten. Weißt du was? Hacken kann ich dann eh nicht. Aber... Ich kann dir eine Rakete in den Bauch jagen, mit der du erstmal ein bisschen fliegen gehst. Und eine normale Fallenrakete, Fallensperre habe ich reingehauen.